Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren FIFA 2016 Video. Und ja, Matze wieder am Start und wir haben immer noch die Deutschlandspiele vor der Brust. Und eine Sache, die Erik aufgefallen ist, ich habe es verplant, Kingsley Coman aus seinem scheiß Live-Vertrag rauszukaufen, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob es bei FIFA möglich gewesen wäre, ihn rauszukaufen. Ich weiß auch von älteren Teil, dass es nicht ging, dass das Spiel einfach gar nicht gepeilt hatte, wenn jemand eine Ausstiegsklausel hatte oder eine Kaufoption. Ich vermute, dass es auch hier eher so gewesen sein wird, dass ich da nichts machen konnte. Ich hätte ihn aber jetzt wenigstens vor der Saison noch holen können, habe ich aber voll verpeilt und wie es aussieht, ist es jetzt zu spät. Denn ich konnte nur noch eine Anfrage stellen auf ihn. Ich gucke gleich nochmal, wie es aussieht, wenn wir wieder in der Mannschaft oder wieder in der Liga sind. Ich habe zwar schon zu Bayern rübergeschaltet, da ging nichts. Also vermute ich kann es nicht mehr ändern. Die Transferphase war anscheinend doch schon beendet. Ich weiß nur nicht, wann das, dadurch, dass ich jetzt schon ein paar Tage nicht gespielt habe, weiß ich nicht, ob das jetzt schon zwei, drei Folgen her ist oder ob das die letzte Folge war, wo wir die Transferphase beendet haben. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das nicht sehr schön. So, was haben wir denn hier? Ich muss mal kurz abchecken, was so geht. Was war mit Müller? Warum ist Müller nicht dabei? Müller verletzt? Oder what? Alter, komm, wir stellen Götze in den Sturm. Spielen. Wir spielen gegen die Tschechische Republik. Pau. Keine Points, obwohl der voll reinging? Der war natürlich, der ging auch voll rein. Rein ins Publikum. So. Guck mal, ey. Zeig dir mal, wie das geht. Shit. Sehr schön von Hummels. Oi, oi, oi. Wenn das mal nicht ein Elfmeter gewesen wäre eigentlich. Oh, nicht gut. Nicht schlecht gespielt. Mann, ey! Das gefällt mir gar nicht. Das war nicht schön. Ja. Das war auch nicht so Bombe. Ey, was ist denn los mit dem? Uiuiui. Ui, ui. Erste Unsicherheit vom tschechischen Keeper. Wird wahrscheinlich noch Peter Tschech sein, wa? Was ich nur nicht verstehe, ich habe noch nie dieses Zeichen gesehen hier von bei den Tschechen. Boah, sehr schön. Bellarabi. Und wieder hält der tschechische Keeper. Oh, fuck, ey.
Ja, schön ist was anderes. I know it. Los, Götze. Nicht schlecht, diese weiten Bälle von denen. Da passt meine Außenverteidigung nicht so richtig auf. Ey, ich dachte schon, der ist im Netz. Höwe, das flitzt hier lang. Pass auf, Özi ging nicht durch. Oh, da, was für ein beschissener Laufweg von Reus in der Situation. Philipp Lahm lenkt ihn noch zur Ecke. Man merkt, ich habe eine Woche nicht mehr gespielt. Irgendwie bin ich noch nicht ganz drin. Ah, da haben wir das Tor. Bellarabi. Da war die Abwehr nicht so am... Hier lassen sie sich von Özil, glaube ich. Zieht den Verteidiger da mit. Die haben sich von Özil irgendwie irritieren lassen, hatte ich das Gefühl. Die Verteidiger sind deswegen nicht so richtig auf meinen gegangen. Auf meinen Bellarab. Oh, zweite Halbzeit. Das würde mich echt nerven, wenn Coman jetzt weg ist. Ne? Ich habe den schon von 68, glaube ich, hochgebracht auf 75 in den 2 Jahren. Und er ist ja immer noch erst 21. Das wäre schon ärgerlich. Nein! Götze! Wie er da einfach nicht mit dem Kopf hingeht. Sehr schönes Ding von... Ich glaube, das war... Ach, fuck, ey. War einfach keiner vernünftig mitgelaufen. Ich glaube, hinten war das Höwe des Grad. Sehr schön. Na, immerhin eine Ecke. Besser als nichts. Nein. Boah, da hast du aber gut dazwischen gekommen noch. Schön von Lahm. Er mault sich da in der Mitte. Oh,
Schade, aber die anderen waren alle nicht so vernünftig freigelaufen. Aber hinten, ohne Scheiß, die Abwehr von Deutschland kämpft. Die kämpfen viel besser füreinander als meine Vereinsabwehr. Nein! Viel besser, ey. Schlechter Ball, schlechter Ball. Sollte auch nicht auf Götze, sondern auf den anderen. Bella Rap! Und wieder Bellarabi. 2-0. Puh, er dreht durch, ey. Da hat er sich gut durchgesetzt. Bester Mann, ey. Ich glaube, mit keinem habe ich in den letzten Spielen mehr Tore gemacht als mit ihm. Und da Götze nochmal. Zum 3-0. Weiß nicht, von wem der Ball kam, aber der Ball war perfekt. Ich glaube, Özil. So, schauen wir mal, ob jetzt die Länderspiele vorbei sind. Ja, jetzt sind die Länderspiele vorbei. Wir sind wieder im Verein. Und ja, es ist schon der dritte Spieltag. Natürlich, die Transferphase ist vorbei. Fuck. Vierter Spieltag im Prinzip schon. Das wird nichts mehr mit Bellara, mit Coman. Das ist, müssen wir jetzt wie eine Laie ansehen und dann in der Winterpause ihn zurückkaufen. Ja, das werden wir tun. So, das war's dann auch mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo, einen Kommentar oder einen Daumen da lassen würdet. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.